einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog, ihr Lieben. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit in meinem, ich nenne es einfach Italian Summer Vlog. Ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr viel Focaccia selber gebacken. Irgendwie hat das mich so ein bisschen, ja, es hat mir einfach so viel Freude gemacht und es ist so, so lecker geworden. Ich schreibe euch das Rezept, das ist wirklich total einfach, unten in die Beschreibung. Ich habe die Tomaten natürlich aus unserem eigenen Garten, die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln leider nicht. Die sind von Rewe, aber sie schmecken trotzdem genauso gut. Und am Ende sieht es einfach total lecker aus. Es gibt mir einfach so eine innerliche Beruhigung, dieses Backen. Ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber irgendwie macht es mir Spaß. Und am Ende ist es halt auch lecker und es ist eine schöne Beilage für den Grill. Und im Moment ist das Haus wirklich ein bisschen ja, zu kurz gekommen. Deswegen bin ich auch gleich hochgegangen, während das Focaccia im Ofen war und habe einmal ein bisschen sauber gemacht. Mit zwei kleinen Fellkatern kann man natürlich wirklich jeden Tag saugen. Ich glaube, jeden zweiten Tag sauge ich das komplette Haus durch. Es dauert aber immer so ein bisschen länger und heute ist auch wirklich der Tag gekommen. Ich musste dann auch wirklich langsam mal wischen. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Ich bin ehrlich, ich wische hier nicht einmal die Woche durch. Ich denke mal so alle zwei Wochen ist die Zeit gekommen. Da muss dann auch mal gewischt werden. Ich habe so einen Swiffer, so einen feuchten Bodenwischer. Den benutze ich mindestens einmal die Woche an so Stellen, wo wirklich viel Durchlaufverkehr ist im Flur oder da, wo ich jetzt gerade bin, wo ich gerade noch sauge. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe im Moment so das Gefühl, dass ich eher punktuell immer ein bisschen sauber mache, weil ich es im Alltag einfach gar nicht schaffe. Und jetzt hatte ich auch nur ungefähr 20, 25 Minuten Zeit, während das Focaccia im Ofen war. Treppe, ich sag's euch, wie es ist, den muss ich jeden Tag machen. Jeden Tag diese Treppe, weil die kleinen Kater natürlich da immer ganz besonders gerne drauf liegen. Und wenn sie ihre 5 Minuten kriegen, dann rennen die wie die Bekloppten die Treppe hoch und dann rutschen die immer mit ihren kleinen dicken Bäuchen über diese Stufen und da sammelt sich dann natürlich ganz schön viel Fell. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Haus so eine Grundreinheit drin lasst und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal kurz so ein bisschen dran zu schauen und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Vlog. Hello, einen wunderschönen guten Morgen, happy, oh Gott, ich glaube, heute ist Donnerstag. Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin schon im Auto, denn für mich geht's gleich zum Sport. Können wir ganz kurz über diese ästhetische Focaccia-Aufnahme reden? Und Freunde, es war einfach so, so lecker. Ich weiß nicht, was es im Moment ist, aber ich habe so viel Spaß an so diesen Slow-Living-Sachen. Ich hatte ja in den letzten Vlogs, haben wir sehr viel drüber geredet, dass mir so ein bisschen dieser Ausgleich fehlt und dieses bewusstere Leben klingt immer so, ist immer so extra, weil ich lebe ja ein sehr bewusstes Leben, aber so dieses Dinge machen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Auch wenn ich das filme, hat mir das einfach so viel Spaß gemacht, dass ich 2 Tage hintereinander Focaccia gemacht habe. Gut, und dann habe ich die Zeit natürlich so gut genutzt, wie ich nur konnte mit Putzen. Aber was muss, das muss. Wir haben alle nur 24 Stunden Zeit am Tag, auch ich. Und davon schlafe ich 8. Ja, also ist auch schon nicht mehr viel da. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß bei den letzten Vlogs gehabt. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare darunter. Auch wenn die Videos, mittlerweile wird es besser, die Aufrufe. Ne? Ich glaube, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ich muss mich vor allen Dingen auch dran gewöhnen. Das ist ja einfach ein komplett anderer Content als das, was ich sonst auf meinem Kanal habe. Dass das natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, bis die Community diesen Content auch annimmt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich tausche ja die Videos nicht aus, sondern diese Vlogs sind ja erstmal ein Zusatzvideo. Macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Heute, also ihr habt die Teile Anfang der Woche gesehen. Ich bin irgendwie nicht so dazu gekommen, die letzten Tage zu vloggen, weil ich so ein bisschen angeschlagen war. Ich habe richtig Halsschmerzen. Ich habe auch einen Halsschmerzbonbon im Mund. Ich gehe jetzt trotzdem zum Sport. Es ist nicht schlimm. Ich fühle mich nicht krank. Ich glaube, weil einfach so dieser Stress von dem Launch und dem Event jetzt von mir abgefallen ist, da merke ich immer, dass mein Körper immer so ein bisschen arbeitet. Ich bringe jetzt meinen Körper zum Arbeiten, zum Sport. Dann geht es zurück für mich, denn ich fahre heute zu meiner Mama und meiner Oma. Wollte sie besuchen, mit denen ein bisschen was essen gehen. Ich will mit meiner Mama zu Rossmann gehen. Ich habe die Kollektion selber noch nicht in den Filialen gesehen. Und dann können wir da ein paar Aufnahmen machen. Und dann geht es zurück. Ich habe im Moment ein ganz spannendes Projekt in den Kopf gesetzt. Dazu aber gleich, ich bringe mal schnell die Pakete weg und dann erzähle ich euch gleich, was so in meinem Kopf rumschwirrt. Und ihr kennt mich, ich bin so eine Maus.
wenn ich mir was im Kopf setze, dann fokussiere ich mich dazu 100 Millionen % drauf und macht mir richtig Spaß. Macht mir richtig Spaß, erzähle ich euch gleich. Ich bin schnell beim Sport angekommen, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe gerade auf der Fahrt von der Paketstation hierher überlegt, ob ich euch jemals etwas über meine langfristige Vision, meinen langfristigen Traum als Unternehmer erzählt habe. Ich glaube nämlich nicht. Wir erinnern uns 2020, als Giacomo Cosmetics rauskam und kurze Zeit später dann Magiamo Beauty hieß und es kam ja dann auch noch Nice Beauty mit dazu, was aber alles ein Konglomerat an Brand war. Also Nice Beauty war ja nur für diese Seifen und diese Aromatherapie. Und ihr habt ja gesehen, dass ich das Ganze nicht zugemacht habe, aber es gibt keine neuen Launches mehr, es gibt keine neuen Produkte mehr, weil ich einfach über die Produkte hinausgewachsen bin. Also nicht, dass ich sie nicht, ich nutze die Microfiber Multitools jeden Tag, ne? Versteht mich nicht falsch, aber die Version oder die Vision, die ich habe, ist halt mehr als nur Beauty Tools und Make-up. Make-up, ich habe ja schon sehr, sehr viele Produkte rausbringen dürfen in den letzten 7 Jahren. 7 Kollektionen, super viel dekorative Kosmetik und ich glaube, dass ich damit auch fein bin, das in Kooperation mit anderen Brands zu machen. Ich habe natürlich auch ein paar Ideen, die ich alleine machen könnte. Ich habe ein paar Markenschutzrechte dafür, für ein paar Ideen, aber ich habe sie halt lieber und kann sie dann irgendwann umsetzen, wenn ich das Gefühl habe, dass es Zeit ist. Aber unabhängig von diesem ganzen Beauty-Thema ist ja, also versteht mich nicht falsch, aber ich bin ja eine Günstmaus. Aber tief in meinem Herzen bin ich eine Luxusmaus. Und ich fand es schon früher als Teenager, gab es für mich, es war immer ein Traum, teure Handtaschen zu haben, teure Sachen zu haben, so dieses Luxusartikel zu haben. Ging natürlich früher nicht und ist auch jetzt, tut mir das schwer, aber ich liebe es trotzdem, teure Handtaschen. Ich habe ein paar, die mir gut gefallen, die ich über alles liebe, die ich mir wirklich abgespart habe, die mich wirklich sehr, sehr glücklich machen, auch wenn es nur was Materielles ist. Aber mein Traum war es immer, so eine Übermarke zu sein. Also verschiedene Lifestyle-Produkte zu haben, die mir dasselbe Gefühl geben für sehr wenig Geld. Also, tolles Make-up für wenig Geld haben wir jetzt beispielsweise mit der Rivalasmi-Kollektion geschafft, die ja sehr luxuriös aussieht, aber einfach 3,99 € kostet. Und das geht aber für mich weiter zu Handtaschen, zu Schmuck, vielleicht nicht unbedingt, zu ich hab ein total tolles Konzept für ein total hochwertiges Konzept für hochwertige Stoffservietten. Die sehen toll aus, das ist luxuriös, der Stoff, Leinen, weich, toll, hochwertig. Ich glaube, der Markt dafür ist einfach nicht da und deswegen, also weiß ich nicht, sagt ihr mir das. Aber da geht's gar nicht um diesen wirtschaftlichen Faktor, dass ich mit teuren Sachen Geld verdienen will, sondern mein Kopf will einfach nur diese Ideen einfach rausbringen. Und selbst wenn ich nur 20 von diesen Servietten verkaufen würde, würde mich das glücklich machen. Ist jetzt nicht unbedingt der wirtschaftlichste Gedanke, aber das hat mich dazu gebracht und weil ich ja auch gerade nach diesem Launch jetzt nicht vor so einer Leere stehe, aber mit dem Parfum, das ist alles sehr, sehr schwierig im Moment und viele Steine im Weg, was nicht heißt, dass es nicht passiert. Ich trage den Duft heute sogar, es ist unglaublich geworden, aber ich kann halt nicht darauf warten, dass mir andere Leute zuarbeiten oder dass andere Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das für mich in die Hand nehmen, sondern ich muss die Dinge selber in die Hand nehmen. Das habe ich gemerkt, als ich dieses Parfumprojekt angegangen bin, dass ich das selbst in die Hand nehmen muss. Es ist keine Marke auf mich zugegangen, so wie Catrice oder Rival Loves Me, um zu sagen, hey, wir machen das zusammen, sondern ich habe dafür aktiv was getan. Ein Teil von mir hätte aber auch gerne Handtaschen und so. Also kein Echtleder, sondern es ist ein ganz, ganz tolles Material, was ich habe. Handtaschen und Seidentücher und so wie die Luxusartikel, die ich liebe und gerne haben würde und die ich gerne hätte, aber halt günstig. Und ich habe ein komplettes Konzept gestern Nacht gemacht für eine Kollektion und da habe ich heute Morgen, es ist noch nicht mal neun, ne? Ich habe heute Morgen schon komplette
also keine Kampagne, sondern so eine, ein Moodboard und eine Skizze gemacht. Und das gibt mir so ganz viel Energie. Und selbst wenn die Sachen niemals rauskommen würden, ich liebe es, diese Produktentwicklung und diese Ideen und das auf Papier bringen, das, was in meinem Kopf ist, umzuändern und zu visualisieren. Und das macht mir wirklich Spaß und das gibt mir wieder so ein bisschen Anschub, weil ich das nach den Launches kenne, dass es danach erstmal so, du hast ein Jahr lang dich auf ein Produkt oder auf eine Kollektion fokussiert und dann ist es vorbei. Und jetzt habe ich wieder was Neues. Und vielleicht seht ihr was noch in dem Vlog davon. Ja, ich gehe jetzt rein, muss mich noch umziehen. Also ich hasse Spam-Nachrichten. Ja, gebt mir gerne mal euer Feedback. Was sind so Produkte, wo ihr sagt, unabhängig vom Beauty, das fehlt euch, das würde euch das Leben erleichtern. So, die müde Maus geht jetzt rein. Und dann fahre ich zu Mama. Ich muss nämlich, ich habe letzte Mal habe ich das Golfkart vergessen. Meine Mutter hat ein Golfkart, selbstverständlich pink. Das hole ich mir heute ab. Guten Morgen, alala. Was für ein früher Morgen, ihr süßen Mäuser. Ich stehe. Okay, wo fangen wir an? Hören wir auf. Schön, dass ihr gestern schon mit dabei wart. Ich bin dann zu meiner Mama gefahren, habe mich mit meiner Oma getroffen und wir waren was Leckeres essen. Es war so lecker. Ich gehe da liebend gerne hin. Ist aber natürlich von mir bis zu denen, gerade jetzt, Sommerferien, warum auch immer, sind dann Sommerferienbaustellen. Ich denke mir so, okay, aber ihr braucht nicht die einzige Stadtautobahn in Berlin einspurig machen. Auch in den Sommerferien gibt es Leute, die da lang fahren wollen. Ich habe hin 1 Stunde 40 gebraucht und zurück 1 Stunde 30. Also ich war fast 3 Stunden im Auto. Ist ganz schön viel gewesen, aber es hat sich gelohnt. Jetzt stehe ich hier gerade in der Schlange, um auf den Wertstoffhof zu kommen. Denn heute ist Freitag, heute kommt unser lieber Gartenfreund und unterstützt uns ein bisschen. Und ich bin heute aber unterwegs und sonst hätte ich das heute irgendwann im Laufe des Tages gemacht. Jetzt ist es 7:58 Uhr. Ich war einmal schon tanken, weil Auto ist leer nach der Fahrt gestern. Jetzt hole ich die Laubsäcke, damit wir dann heute Abend, wenn ich wieder da bin, gemeinsam im Garten arbeiten können. Er fängt dann einfach schon mal an, während ich dann unterwegs bin. Denn ich glaube, ihr seht das Video hoffentlich diesen Sonntag. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich das dieses Mal nicht schaffe. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, aber ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, weil ich dieses Geheimnis seit Monaten mit mir rumtrage, dass ganz bald deutschlandweit eine der liebsten Marken in die Drogerie kommt, in unsere liebste Drogerie. Und ich darf das verkünden. Das macht mich natürlich wirklich sehr, sehr stolz. Ich treffe mich jetzt gleich recht spontan um 12 mit Zübi und von Skin Meeting und wir drehen in der Rossmann-Filiale vor, ich glaube, die Theke ist da noch nicht mal aufgebaut, vor der verschlossenen Theke revealen wir das Geheimnis und das ist natürlich für mich, ja, ich liebe das. Ich warte schon seit Januar auf diesen Tag. Ich glaube, es war im Januar oder im Februar, ich weiß es nicht mehr, als ich das mitbekommen habe. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, dass die Marke hinkommt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen darf, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ansonsten hört es im nächsten Vlog oder ihr habt es am Montag bei Instagram gesehen. Ich habe auch gleich noch einen Friseurtermin und ich muss noch einkaufen gehen. Das hoffe ich, dass das jetzt hier gleich mal ein bisschen schneller geht. Ich will ja nur Laubsäcke holen. Die haben das hier bei uns irgendwie geändert. Das heißt, also früher konntest du die Laubsäcke bei der Poststation abholen. Das geht nicht mehr. Du musst sie jetzt hier am Sperrhof abholen. Und natürlich wollen Freitagmorgen alle irgendwas und Sachen abgeben. Heute ganz schnell. Ihr seht es, glaube ich, im Hintergrund. Ich habe das Golfkart mitgebracht. Ich bin ja so eine. Also ich würde nicht sagen, ich bin eine Golfmaus. Ich kann Golf spielen, ich habe meine Platzreife. Mein Handicap weiß ich nicht. Wahrscheinlich das Höchste, was es gibt. Weil ich nie bei Turnieren mitgemacht habe. Aber ich vermisse die Zeit, wo ich diese Leichtigkeit hatte. Und das war in der Zeit, wo ich Golf spielen gelernt habe. Und ich erhoffe mir, jetzt wo ich ein Vorstadt-Dad bin, dass ich jetzt auch Golf spielen möchte wieder. Und deswegen habe ich mir das Golfkart von meiner Mama geholt. Das ist Tatsache, Gott sei Dank ist es beige, pink und mit Regenbogenfarben, damit auch alle auf dem Golfplatz wissen, was hier los ist. Hab sogar so ein paar kleine Pins. Aber ich wäre eigentlich, ich wäre ja keine, ich wäre nicht auf dem Golfplatz, sondern ich wäre eigentlich nur auf diese Driving Range, heißt das. Das ist so ein überdachter Platz und da kannst du dann die Bälle einfach hintereinander wegschlagen mit dem Driver, dass sie weit wegfliegen. Das macht einfach am meisten Spaß. Vielleicht
fange ich dann auch mit Spielen an, aber ich habe halt niemanden, mit dem ich Golf spielen kann. Kurzer Cut, ich musste einmal kurz losfahren. Ich habe halt niemanden, mit dem ich Golf spielen kann und deswegen will ich erstmal auf die Driving Range und vielleicht lernt man da ja auch einfach mal Leute kennen. Das ist natürlich, für mich ist das, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist für mich sehr, sehr schwierig, neue Leute kennenzulernen, weil ich gehe nicht weg. Ich hoffe, das ist jetzt alles, ich glaube, das dauert hier ganz schön lange, aber wir schaffen das. Ich bin super aufgeregt für heute, weil das im Moment ist, gerade durch diese Launch-Woche, ist so viel in meinem Kopf, was ich eigentlich noch machen wollen würde, aber ich kann nicht alles machen, gerade weil die Zeit einfach nicht reicht. Und so dieses Daily Business, ne? Also diese E-Mails, Rechnungen, Content posten, kommt im Moment ein bisschen zu kurz. Deswegen werde ich am Wochenende, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Schicht einlegen. Wir arbeiten ja auch am Wochenende, ne? Also es gibt bei uns nicht Samstag, Sonntag, wo wir dann frei haben, sondern Wochenende ist genauso wie jeder andere Tag bei uns. Wir stehen um 5.30 Uhr auf, wir machen unser Ding. Aber vielleicht schaffe ich es. Nee, am Wochenende Golf spielen gehen, das ist ja auch Bescheid. Also gehen ja alle. Vielleicht gehe ich, weiß ich nicht, Dienstag um 8 oder so. Mal gucken. Vielleicht nehme ich euch im nächsten Vlog mit. Okay, heute machen wir das Erdbeereis und ich sag euch, wie es ist. Es sieht jetzt schon ein bisschen aufwendiger aus, als es wirklich einfach ist. Wir brauchen tiefgefrorenes Obst. Ganz, 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 ganz wichtig. Beim ersten Mal hatte ich den Fehler gemacht und hatte frische Erdbeeren genommen. Dann war das ganze Eis so richtig, das hatte so ganz viele Eiskristalle drin. Dann brauchen wir Sahnejoghurt. Ihr könnt auch normalen Joghurt nehmen, ihr braucht dann aber Sahne. Ich weiß nicht warum, ich bin kein Chemiker, aber bei Eis muss etwas Fett mit drin sein, damit das Ganze so cremig ist. Und ich nehme dann meistens hier diesen griechischen Sahnejoghurt, der schmeckt auch am besten und vor allen Dingen, der ist nicht so sauer und schmeckt nicht so nach Joghurt. Ich habe es auch schon mit Proteinjoghurt probiert, aber auch das hat nicht geschmeckt. Dann habe ich hier einmal Vanilleextrakt. Das ist zuckerfrei. Das war ein bisschen teurer. Ich glaube, das hat 6 Euro gekostet, aber ihr braucht davon nicht viel. Das schmeckt sehr, sehr intensiv nach Vanille. Der Geheimtipp schlechthin ist dieses Guarkernmehl. Das ist etwas, um Suppen anzudicken oder so. Ich habe es noch nie gehört, was das sein soll. Aber das ist genial, ne? Für 200 Milliliter Suppe reicht ein halber Teelöffel. Und zu guter Letzt die feine Süße flüssig. Damit komme ich tatsächlich am besten aus. Ich habe es auch schon mit Stevia probiert. Ich mag einfach diesen Stevia-artigen Geschmack nicht. Und damit komme ich am meisten aus. Ich mag es gerne ein bisschen süßer. Wobei man hier bei den Erdbeeren, die tiefgefroren sind, eigentlich nicht so viel Zucker braucht. Aber so ein bisschen geht. Wichtig ist jetzt, dass wir diese Erdbeeren hier reinkriegen. Und das heißt nicht, dass wir es einfach reinfüllen, denn der Ninja Creamy ist kein Mixer, sondern der cremt das nur. Das heißt, wir müssen diese jetzt auftauen und das funktioniert in der Mikrowelle. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, Maxim, aber dann kann ich doch auch frisch nehmen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Mit frischen funktioniert das nicht so gut als Cremeis. Als Sorbet, ganz anderes Thema. Und falls ihr wisst, woran das vielleicht liegen könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich mache es jetzt wie folgt. Ich habe hier diese Becher. Hier ist ja immer so eine Max-Fill-Linie. Also die darf niemals überfüllt werden, sonst funktioniert es nicht mehr. Ungefähr so zur Hälfte. Und wenn wir jetzt hier Joghurt reinmachen würden, dann würde das nicht funktionieren. Wir müssen das jetzt in die Mikrowelle machen zum Auftauen. Es muss nicht ganz aufgetaut sein. Wichtig ist, dass wir das Ganze so ein bisschen flacher kriegen. Wir wollen ja kein Sorbet, wir wollen ja ein Erdbeercreme-Eis. Mikrowelle, 2 Minuten und dann sieht es besser aus. Ich nehme mir jetzt meistens dann hier einfach eine Gabel und drücke das Ganze so ein bisschen fest, dass wir die Oberfläche hier so ein bisschen verringern, dass es nicht ganz so hoch ist. Und jetzt kommt ein bisschen Süße mit dazu und ihr seht jetzt hier, es sieht ein bisschen viel aus. Probiert euch da mal so ein bisschen ran. Ich kann euch da gar nicht so eine Mengenangabe geben. Ich probiere die Masse dann immer, wenn sie noch nicht gefroren ist und denke mir, bah, wie süß. Und wenn es dann gefroren ist, ist es gar nicht mehr so süß und manchmal muss ich da sogar noch ein bisschen nachsüßen. Das heißt, ein guter Schuss, das reicht. Und jetzt kommt die Vanille-Extraktmischung hier mit dazu. Da könnt ihr wirklich ein bisschen was nehmen. Ja, davon gibt es nicht zu viel. Es gibt wenige Dinge, die im Leben nicht zu viel sein können, unter anderem Vanille-Extrakt. Wir persönlich mögen es ganz gerne, wenn das Ganze etwas fester, etwas cremiger ist. Deswegen mache ich weniger Milch mit rein. Und auch hier, je höher fettprozentiger, desto cremiger wird das. Da wir jetzt aber hier den Sahnejoghurt mit 10% haben, nehme ich jetzt hier einfach die 1,5% Milch. Erstmal so ein Schubsi und mische das Ganze einfach. Einfach ein bisschen mischen, dass sich das alles gut miteinander kombiniert. So, und dann kommt einfach der Sahnejoghurt mit rein. Also, ja, es klingt jetzt alles so kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Ich würde auch jetzt gar nicht über die Linie gehen, weil das dehnt sich ja beim Frieren noch aus. So, das heißt, das hier reicht eigentlich schon. Eine Sache, die ich gelernt habe,
Je fester die Grundmasse ist, desto cremiger wird es. Guacamole, geschmackslos, verändert wirklich gar nichts. Ihr braucht auch wirklich nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Siebt es da ein bisschen mit rein, dass wir keine Stückchen drin haben. Rühr das um und das wird sofort dickflüssig. Deckel drauf, Gefriertruhe, am besten 24 Stunden. Ich habe gesehen, dass es so nach 6 Stunden reicht es eigentlich auch. Und fertig. Hello, guten Morgen. Heute ist schon Sonntag, also ihr seht das Video gleich. Die Woche war wirklich komplett anders als eigentlich geplant. Aber ich dachte mir, wir setzen uns nochmal kurz zusammen hin. Ich habe ja vor ein paar Minuten euch erzählt, dass wenn ich mir was in den Kopf setze, dann setze ich es mir in den Kopf. Und ich habe gestern den ganzen Tag Muster gemacht. Wie schön sehen die bitte aus? I love it. Eis habe ich auch noch gemacht. Das habe ich, bin ich ehrlich, ich habe Danny geholfen, ein Video zu übernehmen, weil er keine Zeit hatte. Und damit wir da kein Video ausfallen lassen, habe ich dann einfach euch gezeigt, wie wir den Ninja Creamy benutzen. Und ich habe euch nur eine kleine Szene damit reingemacht. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, schaut mal bei Danny auf dem Kanal vorbei. Auf dem Hauptkanal, da ist das komplette Video. Ich habe mich gestern ein bisschen geärgert. Und was heißt geärgert? Gestern ist mir wieder bewusst geworden, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wenn man der Masse ausgesetzt ist, die sich hochschaukelt. Ich habe gestern gesehen, dass ein Video von einer ganz, ganz süßen Creatorin online gegangen ist auf TikTok. Die hat das Color Correction Powder aus der Kollektion benutzt. Und sie hat es nicht so benutzt, wie wofür es eigentlich gedacht wurde. Und ich dachte mir, ich erkläre das euch nochmal auch kurz hier. Weil ich es bei einigen gesehen habe, dass es bei denen dann grau-grünlich im Gesicht war. Und das Puder war dafür gemacht, um punktuell Rötungen auszugleichen. Also das ist kein Finishing Powder oder um die Foundation zu fixieren, sondern wirklich punktuell, um Sachen auszugleichen. Gerade wenn ihr keine Full Coverage Foundation benutzt. Wenn ihr eine Full Coverage Foundation benutzt, die ja eine komplette Deckkraft schon hat und diese Rötungen und diese Verfärbungen ausgleicht, dann ist das Puder natürlich kontraproduktiv. Diese Pigmente sind sehr komprimiert in dem Puder. Das war ja mein Wunsch, dass du das benutzen kannst, um wirklich etwas zu schaffen. Also, dass du wirklich diese Verfärbungen ausgleichen kannst. Aber grüne Pigmente gleichen halt nur rot aus, wenn grün und rot aufeinandertreffen. Und wenn über dem Rot schon eure Hautfarbe ist und das Rot reduziert haben oder schon komplett ausgeglichen haben, dann ist die Rötung weg. Dann hilft Grün nicht mehr gegen Rot, sondern dann ist Rot und eure Hautfarbe ist gleich Null. Und dann packt ihr Grün drauf und dann ist es halt Grün. Und das habe ich vielleicht nicht so eindeutig erklären können. Deswegen habe ich da nochmal so ein kleines Video gemacht. Und sie hat ein total süßes Video gemacht. Hat wirklich ein total süßes Video gemacht und hat das auch selber dann nochmal im zweiten Teil des Videos dann richtig benutzt, aber das schauen dann die meisten Leute nicht mehr. Und dann kam darunter, ich wurde bestimmt 20 Mal darunter markiert, Maxim, jetzt mach endlich eine Stellungnahme. Und ich dachte mir so, Freunde, es ist Samstag, 20 Uhr, was soll ich denn tun? Deswegen habe ich es gleich natürlich nochmal gemacht. Also wenn ihr das Puder habt, wirklich nur, benutzt es nur ganz, 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 ganz leicht und auch nur, wenn ihr diese Probleme habt. Wenn ihr keine Rötungen habt oder keine Verfärbungen habt, dann braucht ihr das Puder nicht. Oder so wie ich, heute habe ich keine Foundation drauf. Ich habe das Puder einfach als Foundation-Ersatz genommen, um meinen eigenen Hautton auszugleichen. Und dann wirst du natürlich so ein bisschen fahl, so ein bisschen heller, weil das natürlich, wenn du alle Pigmente mischt, kommt so ein grau-weißliches Grau mit raus. Und dann musst du einfach ein bisschen Bronzer mit rüber machen. Aber du hast immer noch keine Foundation benutzt. Und das ist so ein bisschen mein Vorteil oder mein Wunsch gewesen dafür. Ja, und dann diese Kommentare, ich bin so wütend und die sich dann so hochgeschaukelt haben. Die eine hat sogar geschrieben, ich habe es mir nicht mehr gekauft, aber ich bin so wütend. Ich dachte mir so, Mäuschen, warum bist du denn wütend? Ich verstehe das immer nicht. So klar, wenn man sich von einem Produkt etwas erhofft und das dann vielleicht für einen nicht funktioniert, was ja völlig in Ordnung ist. Ne? Da bin ich auch niemandem böse, wenn jemand mit einem Produkt von mir nicht klappt. Oh mein Gott, ich komme mit so vielen Produkten selber nicht klar, gar kein Problem. Aber wenn du es selber nicht hast und sagst, dass du wütend bist, das verstehe ich nicht. Das ist dann halt immer so ein bisschen dieses Hochschaukeln. Ich werde jetzt heute, ich sehe es schon kommen, ich werde den ganzen Tag hier sitzen und diese Muster machen, weil mir das einfach so viel Spaß macht. Das ist so meditativ. Allein, das sieht man jetzt nicht so richtig, ne? Diese ganzen Details. Ich habe gestern bestimmt
3-4 Stunden dran gesessen. Finde ich gut. Mal schauen, wann ich dieses Projekt wieder verwerfe. Aber ich dachte mir, der Vlog hat mich dieses Mal selber, war nicht so viel, weil die Woche einfach so durcheinander war. Aber ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche zum Golfen zu gehen. Vielleicht schaffen wir das. Ich hoffe sehr. Und dann hoffe ich, dass der Vlog für euch auch ein bisschen wieder ein bisschen der Abwechslung ist. Aber das war so ein bisschen mein Italian Summer in Brandenburg. Wir haben Focaccia gemacht. Wir haben Eis gemacht. Das habe ich leider nicht gefilmt. Oh, da habe ich mich geärgert. Ich habe gestern Pasta selber gemacht. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe bestimmt 2 Stunden in der Küche gestanden und Pasta gemacht, wie es meine Nonna in Italien mir beigebracht hat. Und eine Bolognese ist eine richtige Bolognese, nicht so eine Maggi-Bolognese, die auch sehr, sehr gut ist. Die esse ich auch tatsächlich sehr gerne. Aber so eine sizilianische Bolognese war sehr, sehr lecker. Und ich habe dann so einen richtig schönen Pasta-Bauch gehabt. Ansonsten, vielleicht mache ich das im nächsten Vlog nochmal, dass ich euch nochmal zeige, wie das funktioniert. Es ist sehr viel Handarbeit, aber mir macht das irgendwie Spaß. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Genießt den Sonntag und wir sehen uns Montag, morgen schon wieder. Okay, mit einer Limited Edition. Und die Ankündigung ist raus. Elf kommt zu Rossmann. Tschüss.